So, dann geht's wieder weiter mit Titan Quests. Mal wieder. Und hier sind endlich mal wieder Untote. Wow. Und ich hab's mir echt mal überlegt mit dem Schaden gegen Untote. Den wir ja so ganz toll, ganz, ganz toll gefunden haben. Mit unserer Rüstung halt dabei. Auf unsere Rüstung, so rum. Meines Wissens nach. Lassen halt das Jahr. Ja, der Kaiser. Hab ich noch gar nicht. Ah doch, habe ich schon. Da unten. Was bringt denn das? Blitzwiderstand. Meines Wissens nach sind... Dein Gepäck ist voll. Oh Gott, ernsthaft? Das war jetzt peinlich. Egal, dann kann ich noch erzählen, was ich sagen wollte. Also meines Wissens nach sind Geister keine Untoten, sondern Tote. Ich weiß nicht genau, wie das Spiel sich dran hält oder nicht. Oder wie weit es sich dran hält. Auf jeden Fall sind Geister keine Untoten, nach dem Motto. Und Skelette und Zombies sind mit Abstand die schwächsten Gegner im Spiel. Sehr gut. Das Kommt, Prinz. heißt Wir haben dann heute halt ein paar die gute Sachen für dich. Fresse! Da! Da haben wir wieder voll rein. Sprich, wir haben gegen die schwächsten Gegner im ganzen Spiel einen Schadensboni. Ich freue mich. Einen Ast. Einen riesengroßen Ast. So, dann kommt das noch darüber. Gut, dann haben wir wieder drei Slots frei. Dann schaue ich mal kurz bei dem, ob der irgendwas hat. Ah, das ist wieder so ein Gemisch, aber an Händler, das ist nicht gut. Die haben eigentlich nie was Gutes dabei. Ja, dann werde ich wohl. Natürlich. Dann werde ich wohl auf den. Erst ein paar Tränke. Auf den letzten Händler im Spiel warten müssen. Mögest du Alter, Reichtum what the erlangen. fuck? Ernsthaft? Ernsthaft? Spiel! Bitte. Jederzeit wieder. Tu mir doch sowas nicht an. Mann. Einfach mal mein Campbewohner hier. Malträtiert mich da noch zu. Ich muss echt überlegen, wegen Endboss, Spoiler, ist der Typhon. Haha, wer hätte es gedacht? Muss ich echt mal überlegen, also den Wisp beschwöre ich mir auf jeden Fall noch. Und eventuell nehme ich hier die beiden wieder raus und gebe denen den Kernbewohner dazu. Und den hier auch, weil. Ich sag's mal so: einem Titanen will man als Magier nicht unbedingt näher kommen als 50 Meter. Wenn ich es mal so zurückhaltend ausdrücken darf. Ja. Denn wenn der da hinter mir steht, dann heißt es eigentlich, den R-Knopf oder die 9 hier unten smashen. Bah! Das glaubt mir doch wieder keiner, Mann. Weil ich meinen PC neu aufsetzen musste, weil mein Prozessor samt Windows durchgeschlagen ist, ne? Beides kaputt. Habe ich jetzt bis jetzt noch nicht eingestellt, weil ich habe ein neues Windows drauf. Ganz toll. Und da habe ich noch nicht eingestellt, dass meine Windows-Updates deaktiviert sind, weil sonst passiert genau sowas. Wenn es wieder heißt, hallo. Na, du spielst recht schön. Ne? Schön für dich. Ich setz mal schnell damit auf. Ich weiß doch selber, dass ich Windows-Updates bekomme. Ich bin dran erinnern, Mann. Da steht es auch nur da, dass in. Warte, wie spät haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es 4 Uhr. Das ist eh zu spät, Mann. Was ist das für eine Uhr? Mann. Weil, da stand gerade. Meine Windows-Updates werden in einer Viertelstunde, also wird der Computer runtergefahren und dann werden die installiert. Da stand aber als Zeit 3 Uhr. Das ist irgendwie knapp daneben. Ganz knapp. So, eine Stunde. Naja. Wenn man nach dem Microsoft Support geht, wird es sogar relativ früh sein, aber. Gibt es eigentlich einen Microsoft Support? Also einen gescheiten Support? Nicht, oder? Gibt es nur diesen Online-Kack da? Wo alles drin steht. Hä, machen wir selber. Hi! Bist du eine Schwester? Bitte, Krieger, du musst helfen. Etwas Schreckliches ist passiert. Meine Schwester ist in Probleme geraten. Ich weiß Bescheid, ohne dass du es mir sagst. Ich werde es sofort in meinem Journal nachlesen.
Was? Als setzte er mich in einen Bergpfad, fürchtete er die Monster nicht und erzählte, dass ihr. Was? Also, dass ihr nichts geschehen kann. Ihre Hütte ist eine ihrer Schwestern sehr aufgebracht. Anscheinend steckt die dritte Schwester irgendwo in der Klemme. Finde sie und rette sie. Ei, ei, El Capitano. Hui, ich fliege. Bap, 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 bap. Schön. An ihrer Hütte. Oh, ich hasse solche Sumpfgebiete. Ich mag die echt gar nicht, weil ich die ganze Zeit oben auf die Karte glotzen muss. Wo ich wirklich langlaufen kann. Oh Gott. Wo ich wirklich langlaufen kann und wo nicht. Und das hier ist kein Dschungel, mein Freund. Du hast dich irgendwie im Biom vertan. Das ist kein Dschungel. Was tust du hier? Hm. Dup, dup. Ah, sehr schön. Dipidipidibidu. Bop, bop, bop. Der ist auch gar nicht rausgekommen. Tot. Nee, der ist tot. Der Sumpfbewohner. Ha. Kann nix. Kann gar nix. Ich hätte schon mal gern wieder einen neuen Stab. Natürlich hätte ich das. Wer nicht? Wer nicht? Ah, so viele Tiger. Ich mag diese. Sind das eigentlich Tiermenschen oder sind das eigentlich? Weil die. Es sind Tiermensch, Tatsache. Wobei ich nicht verstehe. Wieso werden in. Meine Phrase, was bist denn du für ein Viech? Warum werden Tiere immer als Tiermensch abgestempelt, wenn sie auf Hinterbeinen laufen können? Meine Katze kann auch auf den Hinterbeinen laufen für ein paar Sekunden. Ist jetzt auch ein Tiermensch oder was? Das macht keinen Sinn. So. Ah, da oben ist die Schwester. Ah, tatsächlich, tatsächlich. Du bist ein Elite-Zauberer, ist okay. Du bist auch ein Elite-Zauberer, ist okay. Kein Skill hast du, mein Freund. Keinen Skill. Na? Bap, bap. So, nehmen wir mal die ganzen Stäbe hier mit. Sind bares Geld wert, bares Geld. Ein kraftvoller Gesundheitstrank. Wo ist er? Sehe ihn nicht. Ich sehe nur, dass mein Typ hier ziemlich aufs Maul bekommt. Oh mein Gott. Ah, er hat überlebt. Wow. Kann man den jetzt eigentlich nur reinschmeißen? Nein. Schade. Bessere. Wo ist denn der? Ach, da oben. Tatsache. Ach, ich war noch nie so verschreckt. Ich habe den Zauber gebrochen, das wollte ich nicht. Plötzlich war ich von Monstern umgeben. Gut, dass du kamst. Ich werde es erklären, guter Krieger. Mhm. Vor langer, langer Zeit tarnte der große, weise Lao Yun sich als Bettler und wanderte durch unser Land. Niemand wollte ihm Reis geben. Niemand ließ ihn herein, außer mir und meinen Schwestern. Der große Weise enthüllte uns sein wahres Selbst und gab uns magischen Samen. Wenn ihr diesen esst, sagte er, soll euch kein Leid geschehen, solange ihr auch kein Leid zufügt. Hunderte von Jahren haben wir friedlich alleine gelebt, fern von Narretei und Bösartigkeit. Aber heute sah ich am Fluss einen Tigermann, der dabei war, einen harmlosen Hirsch zu schlagen. Ohne nachzudenken, habe ich das Monster mit meinem Stab geschlagen. Ich habe es getötet. Ich wusste noch im selben Moment, dass der Zauber aufgehoben war, dass ich nicht mehr geschützt war. Ich ließ meinen Stab fallen und lief davon. Hm. Schade. Ich wollte gerade sagen, hast du eventuell noch so einen tollen, tollen Samen für mich übrig? Aber, ich glaube, die Macht des Samen wird sich nach ein paar Metern wieder aufheben. Wegen dem Tier? Ah, ist okay. Ja, es ist jetzt die natürliche Nahrungskette unterbrochen, also das ist Blödsinn. Das muss ich selber zugeben. Jetzt könnt ihr mal aufhören, euren Müll da auf mich zu spucken. Ih. Bam. Bam. Nein. 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 Böse. Dip, 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 dip. Disco-Show. Babadi. Wo kommt denn der wieder? Sieht man den vorher oder sieht man den nicht? Dieses schwarzige Pixel da überall. Wow. Dieses Spiel hat eine High-End-Grafik. Ah, mein Kopf. Au. 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 Das hat wehgetan.
Weil ich bin unten in meinen Fuß in die Schlaufe vom Headset geraten und dann hat's mir den ganzen Kopf verrissen. Ah, nicht gut. Das war nicht angenehm. Da Buddy Buddy. Gibt's hier irgendwas, was mich interessieren könnte? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da, 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 da. Ja. Da oben war die andere Schwester, ne? Ja. Gut. Die Pamita hätte auch allein gehen können. Komm. Nein, natürlich. Muss wieder. Ah, man sieht sie doch. Okay. Man muss wieder den großen, großen Magier holen und den muss man schicken und den muss man dann noch bezahlen. Hm. Du könntest doch einfach selber. Oh Gott! Viel zu viel Schaden, Mann. Habe ich eigentlich ausgestellt? Achso, ja. Klar, natürlich habe ich es ausgestellt, weil ich das nicht aktiviert habe. Allgemeines Monsterstufen anzeigen. Das habe ich, glaube ich, nicht aktiviert gehabt, aber ist okay. Genau, das will ich. Das will ich auch. Sind da Hilfsembleme aktiviert? Nö. Nö, 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 nö. Ich glaube, es war aus, aber ich bin mir nicht sicher. Egal. Weil ich mich schon die ganze Zeit frage, wie stark sind die Monster eigentlich? Hm. Sind also stärker als ich. Das finde ich nicht gut. Alter. Was tust du da? Du ekliger. Hier links, denke ich mal, ist nur noch ein paar Monster-Gewimps. Ja, mach du mal auf den Kernbewohner, ist okay. Interessiert mich in feuchten Kehricht. Yay, lalap! Up, up, up. Was? Dann macht der mehr Schaden, hat der ein bisschen mehr Leben. Was bringt das Leben ihm bitte? Hm? Wenn er von nichts getroffen wird, dann hat nur 100 irgendwas Leben. Hä? Macht keinen Sinn. Ey, er macht halt mal gleich mal 90 Schaden pro Schlag und er macht nur so komische Dummschaden. Hä? Was ich da oben bin, brauche ich 10 Dinger. What the fuck? Ich bin überlegen, ob ich dann hier wieder alles rausnehme, extra für den Endboss. Uns auf den Kernbewohner schlag, weil es ist mir doch lieber, wenn ich einen Typen habe, der ein bisschen mehr aushält. Ich glaube, das mache ich sogar dann. Mach ich gleich mal so. Ich will euch nur den Wisp demonstrieren. Grüß dich. Kleine Lichtkugel. Blub, blub. Das süße Kleine. Heb auf. Danke. So, jetzt müssen wir wieder rechts rum. Wie, der ist voll nett. So, wie greift denn der an? Achso, den muss ich auch oft aggressiv stellen, ne? Ja. Bzz. Bzz. Der ist voll cool. Ich mag den. Bzz. 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 Es würde mich nur interessieren. Moment, Moment. Ich kann jetzt schon wieder. Wow. Wow, der hat fast. Wenn ich den da einfach so stehen lasse, dann macht der Schaden. Huh. Okay. Okay. Gut, Moment mal. Ich will was ausprobieren. Ich entlasse jetzt mal. Kannst du die Gegner auf dich ziehen? Ja, kann er. Oh, wie cool. Das geht wirklich. Er macht zwar keinen Schaden, aber er kann es. Oh, wie geil. Okay. Ich mach mal folgendes zum End, für den Endboss. Ganz ehrlich, es ist Blödsinn, was ich jetzt gerade gleich machen werde. Also richtig großer Blödsinn, aber hey, let's play. Whatever. Wie viel kann ich denn? Ich kann 16 Stufen drauf tun. Oh, des Sturms, die Fähigkeit eines Wisps, die Schäden durch. Die Schäden. Schäden. Verbündeten. Für eine Weile erhöht. Außerdem werden die. Was? Die Fähigkeit eines Wisps, die Schäden durch Blitze und Kälte von allen Verbündeten für eine Weile erhöht. Außerdem werden die Blitze. Das ist nett. Hm. Aber ich mach's wirklich so, dass ich mir dann hier irgendwie Punkte zusammensammle, hier die raustue und den Wisp auf volle
16 Dinger hochballer. Weil ganz ehrlich, mir ist lieber so ein Wisp, der den Typhon, ich kann ihn jetzt wieder rausholen, meinen lieben Campbewohner, der den Typhon ablenkt und die ganze Zeit ausweicht und eventuell mal wieder heraufbeschworen werden muss. Mein Gott, der hat ja so eine schnelle... Schaut mal an, wie das hochgeht. Ja, ich hab's gesehen, keine Sorge. Wie schnell das hochgeht, also wow. Das ist... Boah, ist das praktisch. Und ich den einfach von der Ferne dann einfach töte. Weil mit dem Campbewohner ist es wirklich schwer, weil wir müssen halt die ganze Zeit flüchten und der kriegt ihm einfach keinen Schaden rein. Und wenn der Typhon auf den Campbewohner drauf geht, ist der halt auch in 0, nichts einfach tot. Und wenn der Wisp wirklich ausweichen kann wie sonst was, wie so ein halber kleiner Gott, dann ist es, wow, ist es immens, immens gut, immens gut. Außerdem werde ich den Campbewohner ja noch trotzdem noch haben, also so ist es ja nicht. Und wenn der kleine Typ hier dann sogar noch ein bisschen Schaden zufügen kann, dann ist es, wow, ist es gut. Wo bin ich, was? Was? Neandertaler? Ne, was? Jären. Ach ja, stimmt, ihr wart diese komischen Yeti-Verschnitte. Ha! Ackerland von Shangang. War das nicht, war Shang'an nicht, der Ort, wo der Telchine sich rumtreibt? Schon, gell? Hm. Ich folge einfach mal dem Weg. Quest haben wir ja keine mehr. Ah, genau das meine ich. Wenn ich weglaufe und die fixieren dann den Wisp. Oder ich schicke den Wisp einfach vor. Dann ist es ja ganz cool. So, so, das probieren wir jetzt gleich mal. Ich mache wieder auf aggressiv. Das war. Was? Tschüss. Ist okay, ich mache hier oben mal das Ding längs, gell? Oder links wohl eher. Nicht längs. Links heißt das Wort. Zup. Ah, Hilfe! Mathe? Idee? Blub. Blub. Was hast du hier unten getan? Wegen dem paar Bogenschützen bist du gestorben. Das kann ich verstehen. Aber wir sind jetzt alle aus dem... Nicht alle, aber ein paar sind auf dem Wisp. Oh, das ist so gut. Hopp, hopp. Ich darf halt dann nur nicht zu nahe kommen, weil sonst gehen die auf mich und das wäre blöd. Aber das geht gut. Das geht gut. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Zap, zap, daher. So, da kommt es gar keiner an. Hup. Ja, und wenn der Kernbewohner kommt, der hat ja dieses Provozieren, oder wie es heißt, bei ihm. Dass alle auf ihn gehen, das ist halt das, der Vorteil an ihm natürlich. Ah, blöd. Das will ich dann wiederum verlieren. Ja, da links war noch was, aber komm. Egal. Auch keiner. Ah, und Tote. Und Tote. So, wenn es mich nicht rechts täuscht, dann müssten wir eigentlich jetzt einen Cut machen. Ist okay. Das ist alles gut. Dann machen wir jetzt halt gleich einen Cut, wenn die hier die drei tot sind. Der ist immer so schnell down. Gut, dann danke fürs Zugucken und beim nächsten Mal gehen wir... Moment. Da oben ist ein Karawanentreiber. Dann müsste da oben eigentlich auch wieder... Ach ja, genau. Ich bin so ein Horst. Ihr wisst, wo wir sind. Ja, klar, Shang'an, weil er die... Oh, ich Trottel. Shang'an war ja die Stadt, die letzte Stadt, wo wir drin waren. Ha, ich fast vergessen. Mein Wisp räumt auf, natürlich. Kein anderer. Oh, ein Erfahrungsschrein. Nehmen wir noch schnell mit. Dann kriegen wir noch ein paar Erfahrungspunkte von denen hier. Ein paar mehr extra. So, und die Musik ist auch so toll. Und man muss bedenken, was wir gerade alles getötet haben. Und der Wisp ist noch nicht einmal gestorben. Wuh. So. Oh, ist das gut. Ist das gut. Wie könnte man nur einen Stab wie diesen ignorieren? Und hast du schon die Handwerkskunst an diesem Armband gesehen? Vielleicht einfach, weil es scheiße ist. Jo, bin ich, mein Freund. Fix und fertig.
So, da haben wir noch ein vollständiges. Dann können wir das auch noch vervollständigen. Da machen wir auch noch zwei draus. Da können wir noch was machen. Sonst, das war's alles, ne? Bisschen Platz sparen natürlich. Ja, das müsste es gewesen sein. Okay. Gut, dann schauen wir mal, ob der irgendwas hat. Ah! Der ist gut. der hat einen Basisschaden von 51 plus 18 Kälteschaden. Problem ist halt wieder, ich weiß nicht, wie das deckt. Das ist immer mein Problem. Mit dem Prometheus Dings. Habe ich irgendwas mit Kälteschaden? Blutungsschaden. Der Blutungsschaden, Feuerwiderstand, Intelligenz. Ach, du musst. Das sind eh nicht die kompletten. Ich muss mal ganz kurz gucken nach den kompletten. Wo ist denn der? Da unten. Eine Karawane ist wie ein Gedächtnis. Eines, das niemals vergisst. Sicher, mein Freund, sicher. Oder das hier? Nee. Leben, Durchschlag, Schaden gegen Untote, bestimmt. 12 Rüstung. Das wäre gar nicht mal so blöd für uns eigentlich. Ich glaube, das hau ich da drauf. Ich glaube, das mache ich wirklich, ja. Durchschlag, Schaden, Gesundheitsregeneration. Das ist halt auch wieder so. Bäh. Weiß ich nicht, ob ich wieder irgendwas Besseres finde, weil das ist auch für Stufe 11. Also, boah. Wow. Stufe 13. Also, nee, da finde ich jetzt gerade nichts separat. Plus 11 Intelligenz natürlich, ja. Nee, weiß auch nicht. Bis bald, edler Held. Jo, danke. Ich glaube im nächsten Part. Schönheit von einer Robe. Total, ich bin entzückt von dem Ding hier, aber ich weiß nicht, wie ich meinem Feuerschaden dann. Moment. Weil das Problem ist, unser Dings hat ja rechts nochmal extra plus 9 Feuerschaden. Und das deckt eben mit dem oben. Das ist das Problem, warum wir wahrscheinlich so viel Schaden machen. So, ich mache jetzt Folgen. Wiedersehen. Ich muss mal schauen. Warte, was macht der? Der macht plus 9 Feuerschaden, 36 Verbrennungsschaden. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wovon du dich und Angriffsgeschwindigkeit, was macht das denn nochmal? Das ist reiner Schaden. Das Prometheus, ich bin immer so ein Freund von dem Prometheus-Ding. Ich werde deine Sachen behandeln, als wären sie meine eigenen. Es macht keinen Sinn, Mann, das verkaufe ich jetzt so. Scheiß drauf. Das macht doch keinen Sinn mit dem Ding. Mann. Ja, ich ziehe alles unnötig in Länge, aber ich muss ein bisschen überlegen, was ich da mache, weil. Ne? Der Endkampf wird nicht leicht. Er wird wirklich wahrlich nicht leicht. Dann schaue ich mir nochmal die Dinger hier an, offscreen, und dann überlege ich, was ich mache. So. Die Sache ist klar. Allein schon, weil Level 21, Level 15. Allein schon deswegen. Naja, okay. Dann bis zum nächsten Part. Da werde ich ihn ausgerüstet haben. Ihr wisst, wie ich es mache. Und dann, ja. Bis dann, euer Gamma. Tschüss.